Es ist Juli 1976. Die Eheleute Kettner vermissen ihre vierjährige Tochter. Zuletzt wurde das Mädchen beim Spielen in der Nachbarschaft gesehen. Der letzte Aufenthaltsort war dementsprechend der Spielplatz auf der Friesenstraße in Duisburg. Nur durch einen Zufall wurde die Tochter dann schließlich gefunden. Diese wurde von einem bis dato unbekannten Mann und unscheinbaren Mann in dessen Wohnung ermordet und zerstückelt. Dieser Mann hieß Joachim Kroll, auch der Kannibale von Duisburg genannt. Und dieser Mord war nicht seine erste Tat. Joachim Georg Kroll wurde als sechstes Kind von insgesamt 9 Kindern geboren. Sein Vater war ein Bergmann, der seine Anstellung in Oberschlesien hatte. Doch Kroll hatte eine sehr schwierige Kindheit. In seinen jungen Jahren musste er den Zweiten Weltkrieg miterleben. In dieser Zeit mangelte es an allem. Denn oft leidet auch die Zivilbevölkerung deutlich an den Auswirkungen solcher Konflikte. Einen geregelten Tagesablauf gab es für Joachim nicht. Man lebte quasi von der Hand in den Mund und es war jeden Abend ungewiss, ob man am nächsten Morgen noch das hatte, was man aktuell besaß. Nach dem Krieg besserte sich das Leben für Kroll nicht wirklich. In der Schule galt er als minder intelligent und fand keinen Anschluss. Kroll war dazu ein Einzelgänger, der von seinem Vater auch oft als Schwächling angesehen wurde. Dies zeigte er dem jungen Kroll auch regelmäßig, mit Schlägen, Beleidigungen oder anderem abwertenden Verhalten ihm gegenüber. Im Alter von 15 Jahren verließ Kroll die Schule ohne Abschluss und fing auf einem Bauernhof an zu arbeiten, da sein Vater immer noch in Kriegsgefangenschaft war und er nun das Geld nach Hause bringen musste. Die Arbeit auf dem Bauernhof sollte für Kroll ein entscheidendes Erlebnis sein. Dort sah er zu, wie Tiere geschlachtet wurden und gezüchtet. Als er bei einer Schlachtung das warme Blut auf die Hände bekam, merkte er, dass er dadurch sexuell erregt wurde. Seine sexuelle Lust lebte er dann an den Tieren auf dem Hof aus, wenn niemand ihn beobachtete. Bei späteren Gesprächen gab er an, dass er stets ein Kribbeln verspürte, das er nur besänftigen konnte, wenn er seine Lust an diesen unschuldigen Wesen rausließ. Dies trieb er eine ganze Zeit lang, bis er irgendwann den Betrieb wechselte. Von nun an arbeitete er auf einem Agrarhof, der keinerlei Tiere besaß. Um seinen Sexualtrieb aber weiterhin stillen zu können, versuchte er Kontakt zu Frauen und jungen Mädchen aufzubauen, was aber nicht so wirklich funktionierte. Er war nicht gerade selbstbewusst und auch sehr zurückhaltend, weswegen er meistens auf Ablehnung stieß, was seine Psyche noch mehr schadete. Er hatte kranke Angewohnheiten und seine schlechte Kindheit. Und nun wurde ihm auch klar, dass er bei Frauen auch noch schlecht ankommt. Mit dieser Erkenntnis machte es in seinem Kopf Klick und von nun an sollte das entfesselt werden, was besser niemals hätte entfesselt werden sollen. In den 60er Jahren zog Kroll dann nach Duisburg, wo er als Toilettenreiniger Arbeit fand, wechselte wenig später aber seinen Arbeitsplatz erneut. Er fand eine Anstellung als Wärter für Waschkaue. Kurz Erklärung, was eine Waschkaue ist. Ich wusste es bis dato auch nicht. Als Waschkaue bezeichnet man eine Umkleidekammer bzw. Aufenthaltsort für Bergarbeiter, bevor diese über einen Aufzug unter Tage gebracht werden. Es ist der 8. Februar 1955 und Joachim Kroll beobachtete eine junge Frau schon eine ganze Zeit lang, ohne dass diese etwas davon mitbekam. Doch er wusste, dass er nicht bei ihr ankommen würde. Er ist zu schüchtern, um sie einfach anzusprechen. Er packte sie in einem günstigen Moment von hinten und riss die 19-Jährige zu Boden. Nachdem er sie vergewaltigt hatte, erstach Kroll sie mit dem Messer, das er bei sich führte. Kurze Zeit später wurde der verstümmelte Körper in Lüdinghausen gefunden. Auch diese Tat erregte ihn. Er stellte fest, dass dieses Kribbeln zurück war, wie damals bei den Tieren, die unschuldig waren und sich auch nicht wehren konnten. Von dem Moment an wusste er muss gar nicht gut bei Frauen ankommen. Er muss sich einfach das nehmen, was er will
und wenn es nötig ist, mit Gewalt. Und dieses Denken verinnerlichte er so sehr, dass seine weiteren Taten einfach immer nur noch grausamer wurden. Nur kurze Zeit nach dieser Tat tauchte das Kribbeln wieder auf. Krolls nächstes Opfer war ein 12 Jahre altes Mädchen, mit der er dasselbe tat wie bei seinem ersten Opfer. Kroll war hier das Alter seines Opfers ziemlich egal. Bei der Vernehmung gab er an, dass er nur darauf aus war, seinem Trieb zu folgen und seine kranke sexuelle Lust zu stillen. Mal erwürgte er seine Opfer oder stach sie nieder. Der leblose Körper war für Joachim Kroll perfekt. In diesem Zustand würde keine Frau ihn mehr ablehnen und wehren würden sie sich auch nicht mehr. Innerhalb der nächsten 20 Jahre mordete Joachim Kroll weiter und seine Taten wurden dabei immer extremer. Bis zum Jahr 1976 hatte Kroll bereits 30 Menschen auf dem Gewissen. Dabei handelte es sich meist um junge Frauen und Mädchen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Bei seinen späteren Opfern stellte man bei Untersuchungen dann fest, dass teilweise große Stücke Fleisch aus dem Körper des Opfers rausgeschnitten wurden. Was dies zu bedeuten hatte, wussten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Joachim Kroll ging irgendwann dazu über, das Fleisch zu entfernen, um dies zu verspeisen. Wie viele Opfer er teilweise gegessen hatte, konnte allerdings nie wirklich geklärt werden. Es dürfte aber einiges sein, das er von seinen Opfern verspeist hatte. Es ist der 3. Juli 1976. Im Wohnhaus auf der Friesenstraße klopfte die Polizei an die Türe von Joachim Kroll. Diese waren nicht wegen dem anfangs erwähnten vierjährigen Mädchen dort, das verschwunden war, sondern wegen dem Klempner, der sie gerufen hatte, der das verstopfte Abflussrohr des Hauses überprüfte. Dieser fand Organe und Innereien in Abfluss und alarmierte sofort die Beamten, als Kroll ihm sagte, dass es sich dabei um Reste eines Hasen handelte. Joachim Kroll öffnete die Tür und ließ die Polizei in seine Wohnung. Was die Beamten dort vorfanden, ist an Grausamkeit wohl kaum zu überbieten. Sie fanden eine Gefriertruhe mit Plastiktüten, verpackt mit menschlichen Überresten. In einem Kessel auf dem Herd schwammen zwei Hände, zwei Füße in Salzwasser und kochten vor sich hin. Der Kopf des gesuchten vierjährigen Mädchens fanden die Ermittler im Kühlschrank. Joachim Kroll wurde daraufhin verhaftet und ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde anschließend zur Vernehmung in die örtliche Polizeiwache gebracht. Die anschließenden Ermittlungen hielten insgesamt 2 Jahre an. Dabei konnten ihm zweifelsfrei 8 Morde nachgewiesen werden. Man ging aber bereits damals schon davon aus, dass es deutlich mehr sind. Da es dafür aber viele Indizien gab, aber halt keine Beweise, konnte er für diese halt auch nie belangt werden. Kroll gab bei den Vernehmungen allerdings mehr zu, als man ihm tatsächlich beweisen konnte und bestätigte die Annahme der Ermittler, dass er das Fleisch seiner Opfer teilweise konsumierte. Bei weiteren Ermittlungen führte er den Beamten vor, wie er einige seiner Opfer umbrachte. Er zeigte den Beamten, wie systematisch und geplant er vorging, wie er die Tat ausübte und wie er so lange dafür sorgen konnte, dass er nicht gefunden wurde. Er half den Ermittlern auch weitere Opfer zu finden, die bis dato noch nicht mal vermisst wurden oder nach denen noch nicht einmal gesucht wurden. Er zeigte den Ermittlern Orte, an denen noch Leichenüberreste gefunden wurden. An die Namen konnte er sich allerdings selten erinnern. Für ihn waren es keine Menschen, sondern einfach nur Objekte, um seine Lust zu befriedigen. Nach 151 Prozesstagen wird Kroll 1982 wegen 8-fachen Mordes und einem Mordversuch sowie Vergewaltigung und Schändung zu 9-mal lebenslänglich verurteilt. Doch von seiner Strafe saß der Kannibale aus Duisburg nicht wirklich viel ab. Dieser verstarb nur wenige Jahre später, am 1. Juli 1991, in seiner Zelle im Alter von 58 Jahren, an der Folge eines Herzinfarkts. Ja, Freunde, das war die kranke Geschichte von Joachim Kroll. Absolut krank und widerlich, aber tatsächlich so passiert.
Abgründe der Menschlichkeit konnte man hier mal wieder perfekt sehen. Kanntet ihr den Fall von Joachim Kroll vielleicht schon? Was denkt ihr? Wird man so geboren? Oder erst durch Einflüsse so krank und unmenschlich? Ich bin ja mal gespannt, was ihr glaubt. Wenn euch noch ein Serienmörder einfällt, über den ich vielleicht mal sprechen sollte, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Es gibt ja noch einige, und selbst ich habe noch einige auf meiner Liste, die ich unbedingt in einem Video mal behandeln will. Passt auf euch auf, und wir sehen uns im nächsten Video.